Ah, da hinten. Okay, ah, die Weben war ja richtig böse. Oh, naja. Hier oben. Genau, noch mal ein Schwefelpolling. Ich weiß. Weil er von ihm ja auch gesprochen hat, Inventar. Ich hab gesehen, Walter wird auf dem Bild vergraben hat. Bring eine Schaufel mit. Geh von der Brücke, die nach Nüden führt, nach Norden in die Sümpfe. Neben den Gletscherwasserfall. Ja, warte mal. Ja, ich komm gleich. Ja, auf der Karte, aber hier ist kein. Mit einer Fahne. Da hatten wir doch was. Mit einer Warte mal, mit einer Fahne hatten wir was. Warte mal. Hier, die Fahne. Das hier. Ach so, so weit kann das weg sein. Okay, hier ist schon. Okay. Ach so, ich habe mich da ja einmal abgesucht die ganze Zeit. So weit kann es entfernt sein. Karte und Ding. Ach du Kacke. Okay. Na gut, haben wir jetzt ja gefunden. Meiner Meinung nach fährt ein bisschen weit weg. Kommt nur her. Ich schlag zu und das ist auch fair. Ne, weil wir jetzt kommen. Du alleine hättest ja gar keine Chance. Du wirst einfach elendig. Ganz grausam sterben, wenn du ganz alleine wärst. Du würdest einfach richtig grausam sterben. Aber wie wir da sind, wird's nicht grausam. Also, ich glaube, hätte ich einfach mit ihm machen können. Mit Red. Upsi. Oh, Feller wird genug, ey. Kann man den Fellladen aufmachen. Oh, stürmen wir? Hinter dir. Einfach eine Backpfeife. Einmal nur Feuer mit einem Waffenkolben. Willst du den auch ohrfeigen oder sollen wir helfen? Okay, ich glaube, den willst du nicht ohrfeigen, kann ich verstehen. Da bräuchtest du echt viele Ohrfeigen.
Ach, schießt gar nicht. Eiskalte Lüge. Digga, aber auf Connor besitzt. Arschloch. Guck mal, so geht das. Ganz einfach. Einfach hier. Siehst du, war das denn so schwer? Entspann dich. Guck mal, war das denn jetzt? Sei mal ehrlich zu dir selbst. War das jetzt so schwer? Was ist das hier hinter? Achso, ihr darf ich noch nicht hin. Achso, weil ich mit ihr noch nicht geredet habe. Ja, sehr gut. Ich rede mit ihr. Wenn ich das hier eingelabelt habe. Oh, ich habe wie viel habe ich jetzt? Ich möchte das hier ausbauen. Einer fehlt noch. Ah, fuck. Ja, oder? Jetzt? Habt ihr noch so ein Ding gesehen? Ein gemeiner Scheiß da? Nein? Ich darf nochmal, ne? Ja, ich hab's voll. Geil, ich hab's voll, Leute, ich hab's voll. Gerade rechtzeitig. Ihr müsst Haskets Verbanner sein. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Ihr könnt mich sehen. Glasklar. Ich sehe ja auch mein... Das ist mein Mann. Ich bin Herrn Priest. Antea Duarte. Das ist mein Partner. Red McGrath. Selten, dass die Lebenden die verweilenden Toten sehen können. Ich weiß nur noch, nach 7 langen Jahren Trauer wurde ich eines Tages wach und mein Sebastian war wieder da. Es war, als ob meine Gebete endlich erhört worden wären. Das war mir genug. In Zeiten der Gefahr ist es meine Pflicht, die Frau, die ich liebe, zu beschützen. Ihr versteht bestimmt. Wieso kommt ihr jetzt zurück? 7 Jahre. Warum kehrt ihr gerade jetzt zurück? Es hat sich nicht wie 7 Jahre angefühlt. Plötzlich rief mich ihr Schmerz zu ihr. Göttliche Fügung oder nicht? Was zählt ist, dass mein geliebter Sebastian wieder bei mir ist. Jetzt, wo ich ihn am dringendsten brauche. White hat uns geschickt. Andrew White schickt uns. Er dachte, ihr würdet in Schwierigkeiten stecken. Offensichtlich habt ihr euren Schutzengel gebraucht. Wir hätten mehr als einen gebraucht. Dank euch können wir die Vorräte des Lagers auffüllen. Matthews und Williams sind nicht umsonst gestorben. Es war eine riskante Mission, aber Helen hatte keine Wahl. Würden sich die Überlebenden nur auf Pennington verlassen, wäre das Fort längst verloren. Ihr wart leichtsinnig. Ihr wisst euch wohl gegen die Lebenden zu behaupten, so viel ist klar. Aber euch den Toten entgegenzustellen, war leichtsinnig. Wir haben viele unserer Kameraden verloren. Das Risiko war wohl abgewogen. Es war nicht leichtsinnig. Pennington eiert rum, während Monster das Fort unerbittlich belagern. Eins ist klar. Die Toten nagen am Gewissen des Captains. Falls er überhaupt eins hat. Warum das? Vor 7 Jahren suchte eine Seuche in New Eden heim. Pennington sonderte die Erkrankten in den Minen ab, mauerte sie ein. Es waren finstere Zeiten. Harte Zeiten. Niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Wir haben alle viel verloren. Zu viel. Als stellvertretender Kommandant blieb Sebastian freiwillig, ließ sich mit den anderen einmauern und hielt am längsten durch. Er starb als Held. Und jetzt erheben sich die Ausgestoßenen. Sie verlangen nach Rache. Wer könnte es ihnen verübeln? Ich habe sie sterben sehen. Soldaten, Minenarbeiter, krank, hungrig, um Hilfe bettelnd, die niemals kommen würde. Captain Pennington hat viel Blut an seinen Händen. Es ist nicht leicht zu führen. Das war bestimmt keine leichte Entscheidung für Pennington. Es muss für alle Beteiligten schwierig gewesen sein. Was ist eurer Meinung nach schwerer?
jemanden in den Tod zu schicken oder selbst zu sterben. Wir sollten uns auf den Weg zurück zum Fort machen. Wir werden euch begleiten. Tipp erhalten. Entidieren für Entität. Okay. Betrieben als Bewohner. Jetzt führe die Spur gerne durch, um Informationen freizuschalten. Ah, ja, mit zwei Dinger fertig. Ja, aber hier? Mich wundert das hier. Na gut. Folgen wir der. In der Infanterie meines Vaters war auch ein Verbanner. Gut für die Moral, meinte er. Soldaten tragen ihre Geister normalerweise mit sich. Krieg ist gut für unser Geschäft. So habt ihr euch wohl kennengelernt. Ich erkenne Soldaten daran, wie sie kämpfen. Ich war nie bei der Armee, aber ja, so etwa. Aber stimmt natürlich, Krieg ist natürlich gut für ihr Geschäft, weil sie arbeiten ja mit. Mein Freund. Mein Beileid. Sie arbeiten ja mit den Toten. Februar 1688, Nuiden. Ah, okay. All das für zwei jämmerliche Pulverkisten. Wie tief wir durch Pennington gesunken sind. Wenn ihr ihn nicht ausstehen könnt. Warum seid ihr ihm gefolgt? Ich folgte seinem guten Ruf, aber er ist nicht mehr derselbe. Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Das, was ich tue. Er sitzt hinter seinen Mauern und wartet darauf, dass sie fallen. Ich kämpfe hier draußen ums Überleben. Wir kämpfen um unser Leben und der Captain ist im Weg. Diese inneren Spannungen sind ein Risiko für die Sicherheit des Forts. Ein notwendiges Risiko für das Überleben aller. Aber es stimmt. Das muss aufhören. Ja. Lass die Kisten hier. Ich schicke jemanden, um sie zu holen. Der Weg sollte sicher sein. Wir haben die Gegend von Schemennestern gesäubert. Dem Himmel sei Dank. Folgt mir. Wie? Achso, dann schickt dir jemanden. Ja, hoffe ich aber auch, ne? Vergiss es nicht, jemanden zu schicken. Will die Kisten haben. Sonst werde ich ziehen sehr grantig, wenn ihr ihn nicht schickt. Mich verarscht. So, das ist das hier. Ey, mach das Tor auf! Geht zu Pennington. Überzeugt ihn, wenn ihr könnt. Wo finde ich ihn? Er versteckt sich in seinem Büro. Dort findet ihr ihn. Okay. Mit dem Captain sprechen. Gut, wir können jetzt natürlich mal überlegen, wollen wir jetzt schon mit dem Captain sprechen? Wollen wir jetzt nicht eine Quest hören? Besser. Wir können natürlich auch erstmal die andere Spukermittlung weitermachen. Ne? Solange wir mit dem Captain nicht sprechen, ist die Quest dann relativ jetzt. Ne? Wir haben das ja jetzt geschafft. Wo sind die anderen? Weißt Williams und der andere Bursche. Matthews, ein Hinterhalt. Sie sind gefallen. Möge Gott ihnen gnädig sein. Im Aufzug ist Munition. Shepard und Abbott sollen sie herbringen. Oh, keine Muni. Erfreulich, euch lebendig zu sehen, mein Herr. Macht es kurz, ich bin im Dienst.
Wie geht's den Leuten? Wie steht es um die Leute? Sind sie kampfbereit? Die meisten sind Farmer, Verkäufer, Hausdiener, Jäger. Wir haben einen alten Soldaten, aber der ist krank. Die noch stehen, sind wandelnde Leichen. Von wegen kampfbereit. Aber wir halten die toten Horden auf. Noch zumindest. Kein fairer Kampf, hä? Das Leben ist ungerecht, lebt damit. Das Leben, ja, das Leben ist ungerecht, lebt damit. Das Leben ist unfair, lebt damit. Ja, so dachte ich auch einst. Tja, weiß nicht, ob ich dazu noch die Kraft habe. Aber so ist es. Das Leben ist unfair. Was gibt's Neues? Gab's irgendwas Interessantes? Wenn ich was weiß, sag ich's euch. Aber macht schnell, ich hab zu tun. Über Captain Pennington? Wir beide hatten ja schon mit dem einen oder anderen Offizier zu tun. Erzählt mir etwas über den Captain. Fast 20 Jahre Dienst und ich hatte nie einen effizienteren, kompromissloseren Kommandanten. Er sitzt einem ständig im Nacken. Aber das ist gut so. Aber damals ist damals und heute ist heute. Er ist nicht mehr der, der er einst war. Aber nerven kann er immer noch. Über Helen Priest? Was denkt ihr jetzt über Helen Priest? Nun, sie ist wie ihr Mann, nur besser. Es liegt ihr im Blut zu führen. Sie erinnert mich an meine alte Mutter. Die Königin von Topsil Common nannten wir sie. Zum Kommandieren geboren. Da gab es keine Widerworte. Über Sebastian Priest? Kanntet ihr Sebastian Priest? Ja, ich kannte ihn. Guter Mann, ausgezeichneter Soldat, hatte hehre Ideale, ist aber nicht rumstolziert wie eine Krähe im Rinnstein. Held. Das ist eine Bezeichnung, die oft nicht angebracht ist. Aber Lieutenant Priest war ein Held, und zwar ein waschechter. Okay, zurück, danke. Na, leb wohl, du Bumkult. Bleib unbehelligt. Genau, ja, wir können das, ja, genau, ja, die Mission ist da. Geht unter Unterschlupf, ne, oder, ah, der ist noch nicht verfügbar. Dann lass mal ganz kurz mit dem Captain sprechen. Na komm, reden wir kurz mit dem Captain. Aber ich hätte gerne, den Unterschlupf hätte ich schon ganz gerne. Captain Pennington? Keine Zeit, kein Ausweg, keine Hoffnung. Kein Weg hinein. Keine Zeit. Einfach keine Zeit. Captain Pennington, Sir. Mr. McGrath, ihr seid am Leben. Es gibt Arbeit. Arbeit? Ihr hattet Arbeit, eine Mission, uns ein letztes Fünkchen Hoffnung bringen, unsere Herzen erfreuen, bevor uns der Abgrund verschlingt. Ihr dämlichen Geheimniskrämer wart auch keine Hilfe. Die Sache ist erledigt. Es gibt keine Hoffnung mehr und kaum mehr Zeit. Nun bleibt nur mehr der Abgrund. Willkommen zum letzten Gefecht, McGrath. Willkommen am Ende. Ich würde noch nicht aufgeben, Captain. Ich habe Helen Priest gefunden und wir haben Vorräte. Beides reine Zeitverschwendung. Nicht ganz. Wir haben ein Leben gerettet und mit dem Proviant könnt ihr weitere retten. Zu welchem Zweck? Um ein paar Tage mehr herauszuschinden? Eine Woche vielleicht? Ihr habt niemanden gerettet. Nur die Qual in die Länge gezogen. Die Toten werden kommen. Bald schon umschließen ihre knochigen Finger unsere Kehlen. Das Ende ist unausweichlich. So. Die Leute sind bereit zu kämpfen. Eure Leute besetzen die Wehranlagen, bereit zum Kampf. Ihr klingt wie Priest.
Sie hat sich verändert. Ihre Rückkehr nach Fort Jericho hat sie leichtsinnig gemacht. Unüberlegt. Streitlustig. Ich glaube, sie hat den Verlust ihres Mannes nicht verkraftet. Die Rückkehr an den Unglücksort hat scheinbar die alte, schwerende Wunde aufgerissen. Sie wird sich bald schon zum Lieutenant gesellen. Wenn unsere Verteidigung schlussendlich zusammenbricht, werden wir alle in der Grube enden. Ein Rückzug aus New Edentown? Ich würde sagen, euer taktischer Rückzug aus New Edentown ging nach hinten los. Die Stadt war dem Untergang geweiht. Wir waren uns in allem uneinig. Es blieb nur noch der Rückzug. Wir wussten nicht, dass es kein Entkommen gab. Newsmith nahm die Tapferen und um den Gouverneur scharten sich die Verängstigten. Wir waren von Anfang an uneinig. Ich bin dem Trupp von Newsmith über den Weg gelaufen. Thickskin hat es nicht geschafft. Eine Schande. Sie hatte einen klugen Kopf auf den Schultern. Ohne sie wird der Trupp es schwer haben. Was gibt es eigentlich Neues hier? Als befehlshabender Offizier müsst ihr doch jeden Winkel dort kennen. Die Ecken und Winkel dürfen bleiben, wie sie sind. Ich habe andere Prioritäten. Wieso seid ihr nach New Edentown gekommen? Warum seid ihr nach New Eden gekommen, Captain? Warum hierher? Weit weg von den zahlreichen Kriegen, die wir führen? Ich habe genug Franzosen erschossen und mehr als genug Indianer. Kam denn sonst niemand mit? Sorgt euch um euch selbst, mein Sohn, nicht um mich. Es ist nur, da hängt ein Bild an der Wand. Eine Familie. Ich hatte einst ein Weib und eine Tochter. Einst. Ich werde euch nicht mit ihrer Geschichte belustigen. Erzählt mir von euch. Erzählt mir mehr von euch und eurem Werdegang. Ich tat meine Pflicht und hatte das Glück, lebendig heimzukehren. Mehr nicht. Kriegsveteranen erzählen keine Geschichten. Das dachte ich auch einmal. Ich lag falsch. Die Stille war ein gefundenes Fressen für meine Geister. Es tut gut, das Schweigen zu brechen. Sollte ich das je tun, werdet ihr nicht dabei sein, junger Mann. Wie stehen die Dinge hier? Wie ist die Lage, Captain? Ihrer Einschätzung nach? Keine Veränderung. Die Toten drängen aus den Minen. Wir schießen sie ab und verschaffen uns eine Atempause. Bald darauf beginnt der Ansturm aufs Neue. Der Zeitpunkt unserer Auslöschung rückt näher und näher. Die Toten lassen sich ebenso wenig zurückdrängen wie die Wellen des Meeres. Menschen haben Hoffnung. Ihr müsst es wenigstens versuchen. Ihr müsst es wenigstens versuchen. Uns mangelt es an vielem, doch sind wir immer noch am Leben. Warum glaubt ihr, ist das so? Wir kämpfen bis zum Letzten. Wir setzen uns zur Wehr, bis die Vergeltung sich aus dem Abgrund erhebt und uns alle in die Hölle hinabreißt. Dann habt ihr ja was, auf das ihr euch freuen könnt. Ich sehe den Reiz dieser langwierigen Tortur nicht. Wie bedauerlich. Denn dank euch und der Zeit, die ihr uns verschafft habt, wird unsere Tortur umso langwieriger. Lebt wohl. Bitte um Erlaubnis, mich zu empfehlen, Captain. Und wenn ich sie nicht erteile? Versucht ihr, mich anzuwerben, Captain? Glaubt ihr wirklich, ich würde den Schilling des Königs annehmen? Wenn ich euch genug Schilling böte, ganz sicher. Ich brauche keinen neuen Lieutenant. Aber wenn ihr es wünscht, dürft ihr bleiben. Das ist der Schlüssel zum unbenutzten Wachturm. Euer Quartier für die Zeit. Danke. Okay. Sehr freundlich. Auf der einen Seite ein von der Welt geschundener Captain, auf der anderen sein Rivale, meuternd, heimgesucht. In einem von rachsüchtigen Schemen belagerten Vor. Hinter all diesem Dreck steckt etwas anderes. Etwas Dunkleres. Könnte schlimmer sein. Unterirdisch. Mhm.
King James Bibel, die offizielle Übersetzung der christlichen Bibel für die Church of England, die auch die offizielle Bibel der Puritaner ist. So, aufrüsten. Genau. Cool. Ja, ausruhen. Verbanner, auf ein Wort. Helen, ist irgendwas? Entschuldigt, dass ich eure wohlverdiente Ruhe störe, aber das kann leider nicht warten. Was dachtet ihr über den Captain? Ich sah einen kaputten Mann. Ich sah einen einsamen Offizier, einen stolzen Mann, dessen Herz versteinert war, vielleicht durch Jahre des Kriegs. Ich sah einen gebrochenen Mann. Den Tyrannen, den ihr beschrieben habt, den sah ich nicht. Tatenlosigkeit ist auch Tyrannei. Er selbst handelt nicht, will aber keinesfalls seinen Posten räumen. Ich will nicht widersprechen, aber der Captain braucht Hilfe. Auch ich war mal Soldat, kaputt und geplagt. Dank Antheas Hilfe habe ich mich berappelt. Pennington könnte es ähnlich gehen. Überlasst Pennington mir. Ihr kümmert euch um die guten Bürger im Fort. Ihr seid Verbanner. Die Toten hämmern an die Tore, wie ihr sicher wisst. Ich möchte, dass ihr in die Minen geht und herausfindet, was die Geister so erzürnt hat. Und dass ihr tut, was der Captain verweigert. Und während wir uns mit Horden aufgebrachter Schemen herumschlagen, was gedenkt ihr zu tun? Sobald die Minen gesäubert sind, gebe ich Pennington den Laufpass. Über Sebastian? Wie stehen die Dinge mit Sebastian? Ich weiß es nicht. Ich hielt an meiner Trauer fest. Mein Leben war sinnlos. Lea, seine Abwesenheit gab mir Halt. Ich klammerte mich daran. Nutzlos, eigentlich. Mein Gemahl starb in der Finsternis. Nur mein Taschentuch spendete ihm in seinen letzten Momenten noch Trost. Doch nun ist er zurück. Im Leben schenken wir Liebe. Im Tode trauern wir. So ist der Lauf der Dinge. Aber jetzt, ich muss daran glauben, dass unsere Liebe stark genug ist. Sebastian ist ein Geist. Liebe hin oder her. Solange Sebastian euch heimsucht, werdet ihr niemals sicher sein. Das müsst ihr akzeptieren. Sebastian sucht mich heim. Ihr sucht Red heim. Wozu Sicherheit, wenn wir dafür länger leben können? Deshalb kämpfen wir, um den Augenblick mit aller Macht festzuhalten, solange wir können. Ja, es ist Segen und Fluch zugleich. Und doch bleiben wir hartnäckig, gegen alle Vernunft. Wir sollten das Beste aus der Zeit machen, die uns bleibt. Über die kranken Bergarbeiter. Denkt ihr, dass Penningtons Quarantäne die Wurzel des Übels hier ist? Dass die Toten deswegen so zornig sind? Was sollte sonst der Grund sein? Er hat sie lebendig begraben. Bergarbeiter, Krankenschwestern, Soldaten, gesund oder krank, und es dann vertuscht. Ich nehme seine herzlose Feigheit nicht länger hin. Was gibt's Neues hier? Ihr geht viel vor sich und ihr scheint über alles bestens informiert zu sein. Ich versuch's. Und ohne den Captain könnte ich sogar etwas dagegen tun.
Die Shitty-Moral. Wie steht es um die Moral im Fort? Das Fort hatte schon bessere Zeiten, wenn auch nicht oft. Es war schon immer ein Loch. Die Leute verdienen Besseres. Sie kämpften so hart, verloren so viel. Der Captain muss sie motivieren. Wie hat es euch nach New Eden Town verschlagen? Wie hat es euch nach New Eden verschlagen? Ich kam mit Sebastian her, aus freien Stücken. Mein Vater war Soldat, da reisten wir oft. Sebastian warb 3 Jahre lang um mich. Ich schwor ihm nach der Hochzeit bis ans Ende der Welt zu folgen. Und so kam es. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Es gibt einen zweiten Tunnel, der in die Minen führt. Während der Quarantäne wurde der Eingang versiegelt. Es wird nicht leicht werden, dorthin zu gelangen. Leichter ist es wahrscheinlich, die Barrikade zu zerstören. Was folgt? Wer weiß. Wieder in den Untergrund. Herrlich. Falls es euch beruhigt, auch ich gehe ein erhebliches Risiko ein. Der Captain sperrt Unliebsame gerne ein und lässt sie verrotten. Vor einigen Jahren hat er eine unschuldige Frau in New Eden Town eingekerkert. Ein Schicksal, das ich nicht teilen möchte. Verstehe ich. Lebt wohl. Wir sollten weiter. Abgemacht. Wenn ihr soweit seid, werdet ihr die Minen erforschen. Nehmt den Seilzug zum Wasserfall beim Außenposten, wo wir uns trafen. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Tunnel. Viel Glück und bleibt wachsam. Danke. Isolation abgeschlossen. Okay, hier sind 2. Okay. Chroniken. Ah ja. Eine Flamme in der Dunkelheit. Ah ja, okay. Das haben wir jetzt fertig. Okay. Dann würde ich auch sagen, das würde ja hier gut passen. Wir machen jetzt hier ein kleines Folgepäuschen und beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich danke fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein beim nächsten Mal. Wie gesagt, geht es weiter mit Banisher's Ghosts of New Eden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Level 15 ist schon mal sehr gut. Wir haben jetzt eine sehr hohe Rüstung. Auch sehr gut ist. Insofern, ja. Steht dem hier nichts mehr im Wege. Mal gucken, was beim nächsten Mal ist. Bis dann. Haut rein. Tschüssi. Bis dann. Ciao.